Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu den US Open. Wir stehen am Abschlag der Nummer 10, haben noch 9 Löcher zu gehen und dann wird sich zeigen und entscheiden, wer die US Open, die Trophäe, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, mit nach Hause nimmt. Das ist jetzt erstmal den ersten 9 nicht ganz so gut für uns gelaufen. Wir haben einen Schlag verloren und Hideki Matsuyama, der hat mittlerweile die Führung übernommen und wir sind im Moment alleiniger Zweiter, aber die Kollegen Matt Kuchar und Sam Burns sind uns dicht auf den Fersen und es bleibt also somit spannend. Wir legen gleich los. Wir haben hier wieder ein paar 498 Yards. Ups, das war der falsche Knopf und das ist wieder ordentlich. Wir müssen also gucken, ob wir hier rüberkommen und mit über die Felsen. Und das werden wir jetzt mal hier versuchen mit einem leichten Fade. Denn wir müssen ein bisschen angreifen. Wir müssen angreifen, denn ja, wollen wir diese zwei Schläge nochmal aufholen? So. Nichtsdestoweniger wünsche ich uns Spannung und ein schönes Spiel. So, das sieht doch ganz, ganz gut aus. What we'll need to see on these final 9 holes, if they're going to get back into it, that's in the fairway at 10. Okay. Eisen 6. 19 Fuß nach oben, die Fahne steckt hinten. Wir können den rein drawn. Eisen 6. Mit dem Wind. Mit dem Wind würde ich den fast höher anspielen wollen. ...187, Eisen 6. Okay. Bisschen mehr Richtung Mitte. Etwas höher anspielen. Ja, okay, nicht ganz durchgezogen. Aber... nee, bleibt nicht liegen. Ah, ist nicht mal in den Bunker gerollt. But couldn't hash it in the rough now, wondering what might have been. Gut, das heißt, er wird ein bisschen hängen bleiben. Wir haben 11. Wir könnten natürlich auch einen Lobshot versuchen. Einen Flop. 92, 97 müssen wir ein bisschen länger spielen. Okay. Okay, geht ein bisschen nach unten und er wird dann da drüben nach links springen. Ja, ist halt dummerweise gleich nach rechts weggeflogen. Okay. Dann versuchen wir jetzt bergab. Ja, aber kaum Break. Homebreak. Bergab sollte er genügend Speed haben. Safely in. It's a par here at the 10th. And he'll remain 3 shots off the pace. Oh ja, Matsuyama, noch einen weg. Well, you love a short par 3, don't you? This is only 131 yards, the 11th. And it's just a wedge and you're licking your chops. But be careful, there's some trouble here. Ja, da hat er doch tatsächlich anscheinend hier an der 11, weil er ist eigentlich im Flight vor uns an der 11 ein Birdie gespielt. So, 26. Jetzt überlege ich die ganze Zeit. Vorhin haben wir ja, wir waren immer zu kurz. Jetzt haben wir ja, okay, Gegenwind. Oha. Oha. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen. Ja. Dass wir doch lieber ein bisschen weiter nach hinten reinspielen. Ah. Da
habe ich nicht durchgezogen. Da habe ich nicht durchgezogen. Nee. I'm not sure if that was a mishit or just a miscalculation, but that comes up well short and is into the hazard. Target line. Ja, dann sind wir wenigstens dran. Okay, so now after the drop and the penalty. Wobei das mit Sicherheit hier kein einfacher Surf sein wird, oder? 91-97, okay. Ja. Wir machen wieder den Flop. So. Das war ja wieder ein übelster Fehler. Haben uns einen Strafschlag eingehandelt. Weil ich nicht richtig durchgezogen habe. Tja, die Frage ist jetzt wieder, wo fliegt der hin? So, vorhin war er auf jeden Fall zu kurz. Jetzt fliegt er nach links. Oh, Mann. Okay, das ist wieder ein Bergauf-Putt mit wenig Break. Da geht es ein bisschen nach rechts, da vorne geht es ein bisschen nach links. Das heißt, es müsste sich so ziemlich ein bisschen egalisieren, außer wir gehen vielleicht ein kleines bisschen über die rechte Seite. Good stop, though it is for a bogey four. And that'll drop him back down to 7 under. So, jetzt sind wir auch noch geteilter Zweiter. This before. You need to hit it straight. Here at the 478 yard, par 4 12 is another good par 4 here at the Country Club. So. Und da überlege ich gerade, haben wir da auch durchgezogen? Die Fahne steckt hinten, aber es geht auch ziemlich hoch, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich dann immer ganz gefährlich mit Spin. So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in den Bunker reinkommen. 275, 472, oh ja, dann sind es ja immer noch 200 Yards. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Da müssen wir ein bisschen Gas geben, dass er hoffentlich da vorne am Bunker vorbeirollt. Ja, und dann haben wir auch noch Gegenwind. Hat sich denn jetzt wegen alles gegen uns verschworen? So, Freunde. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ein präziser Drive würde uns jetzt wirklich helfen. Okay. Ja, aber da wird nicht allzu viel rollen. Beautiful tempo to that swing, and this is gonna wind up squarely in the fairway. Was zeigt er uns an? Eisen 5, 109, 196 Yards, weil es ein bisschen runter geht. Oh yeah. Der Wind drückt den nach rechts. Aber wir müssen erstmal bis zu dem Stock dahin kommen. Wir haben Gegenwind. Eisen 5. Ja, wir müssen irgendwie auf dieses Grün kommen. Und das Eisen 5 muss zum Liegen kommen. Das ist unser Problem. Ja, der ist hoch, aber der nimmt kaum den Wind an. Aber er fällt runter. Okay. Outstanding strike right there, right off the center of the club. Ja, das sind jetzt diese wenigen Birdie-Chancen, die man nutzen sollte. Ja, da geht es wieder ganz schön berghoch. Tja, und wir müssen auch irgendwie bis zum Loch kommen, ne? Berghoch, dann ist eigentlich nicht so viel. Ja, bis jetzt haben wir uns ja immer ziemlich verschätzt, ne? Ja,
der geht unten durch. Das war zu schwach. Der liegt, glaube ich, direkt neben dem Loch. Ja, das war zu schwach. So, jetzt machen wir bloß hier keinen Ärger. Ja, das ist eben mehr ums Paar gekämpft, als wirklich eine Birdie-Chance genutzt. Und Matsuyama entfernt sich jetzt mit Meilenstiefeln. Flanked by two bunkers. It's a good challenge right here, this par 4 13th at 490 yards. It's a dogleg left and the green is protected by water in the front. And you can see it's flanked by two bunkers. So if you get going sideways here or miss hit a shot, it could result in a big number. So, der Wind hilft uns ein bisschen hier den Draw zu unterstützen. Ansonsten haben wir die Fahne rechts hinter dem Bunker. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick hier auf das Leaderboard und sehen, dass Matsuyama mittlerweile minus 4 liegt, während wir ja plus 2. Also wir haben heute schon gut Schläge liegen lassen, aber Matt Kuchar hat jetzt auch wieder einen liegen lassen. Wir sind jetzt wieder Zweiter. Ja, aber ich denke, wir werden hier doch, denke ich, auf der ersten Seite des Leaderboards bleiben. Aber jetzt Matsuyama, der minus 12 hat, 5 Schläge Vorsprung, den noch zu holen, boah, da müssen wir kämpfen. Und ihr seht es ja, wir haben heute nicht gerade unser besten Putt-Tag. So, jetzt schauen wir nochmal. Wir müssen da irgendwie reinkommen vernünftig und das Ganze mit einem Draw noch ein bisschen unterstützen. Aber, ja, gut. Noch ein bisschen mehr und dann schauen wir mal, was er spricht. Ja, er nimmt die Kurve an. Reicht die auch, dass er uns nicht hoffentlich hier unter die Bäume rollt? Komm, bleib liegen. Ah. Ja, okay. First Cut bedeutet halt auch wieder ein bisschen weniger Spin. 141 yards left to the hole. Wind is helping from behind, so you can take a little less club. Eisen 9 hoch angespielt, wenn es dumm läuft. Aber dann eben als Fade, wenn es dumm läuft, False Front. So. Ja. Hoffen wir, dass er liegen bleibt. 96. Ups. Ach du Schande. That one is running so hot. Da ist er doch ganz schön lang geworden. Uiuiuiui. Und den Pitch will man nicht haben. Den Pitch will man nicht haben. Der rollt ja durch. Der wird durchrollen. Okay, die Kurve ist jetzt nicht so dramatisch, aber es geht halt ziemlich bergab. Okay. 19. 9. 11. Okay. Ein bisschen wird er nach rechts springen. Ja, wir spielen ein bisschen höher an. Auf der anderen Seite muss er auch bis zum Loch kommen. Sonst kann er ja nicht fallen. Okay. Okay. Das war jetzt mal wieder ein ordentlicher Schlag, aber nicht, wenn wir den nicht hier reinkriegen. Jetzt nochmal schauen. Es ist eben. Ich sehe es nicht. Ah, von links, am Anfang von links. Okay. Okay, safely in for par here at 13. And he'll remain right where he is. Next up, a monstrous uphill. 625-yard par 5 14th. An extension of the old 12th hole.
The back tee makes you feel like you're in the nearby town of Newton. Let her rip. Ja, an diese Spielbahn nennen wir uns auch. Par 5, glaube ich. Ja. Da müssen wir dann auch gucken, ob wir mit dem zweiten oben hinkommen, damit wir dann an den Stock pitchen können. Okay, Gegenwind. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier reinkommen. Ein bisschen drohen und flach drohen. Ja, dass er Mitte Fairway kommt. Damit wir überhaupt eine Chance haben mit dem zweiten. Oh, das war. Ja, okay. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. 271. Naja, das ist ganz okay, aber der Burner ist es nicht. Still well over 300 yards to the flag. So, getting this to a good number, the key here for his second. Ja, da müssen wir jetzt hoch. Da müssen wir tatsächlich jetzt mit dem Holz da hochhauen. Es hilft nichts, denn wir dürfen da vorne nicht liegen bleiben. Sonst haben wir eigentlich keine Chance, eine vernünftige Annäherung zu machen. Wir müssen ihm richtig Gas mitgeben. Hauptsache, er kommt nicht hoch. Ja, da fehlt uns dann doch die Power, die wir gebraucht hätten, die extra Power. Jetzt liegt er natürlich im Dreck, 89, 97, okay. Okay, von links, der Wind drückt ihn aber auch wieder rüber. Was muss man denn spielen? 54er, sagt er. Ein 54er. Okay, dann gehen wir mal da hinten rein. Das glaube ich nicht, dass der hinkommt. Da hat er bös geschluckt und dann nimmt er hier noch den Volksfront. Oje, oje. Gut. No doubt. This one didn't quite look right on that one. Pitch 22. So, er springt nach rechts. Es geht ein bisschen hoch. Okay. Hoch anspielen. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. Bisschen wieder berghoch. Linke Lochkante. Okay, good putt. And a par here at 14. And he'll stay right where he is. We come now to yet another wonderful par 4 here at Brookline. 515 yard, par 4, 15. This is where the golf course really starts to kind of bare its teeth. You need to have your game in order. This is a 515-yard hole, the par 4 15. Ja, wir bauen halt einfach keinen Druck auf Matsuyama, weil wir einfach keine Birdies spielen. Und insofern, jetzt gerade noch mal schauen, wie es sich entwickelt hat. Matsuyama immer noch minus 12. Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Thema. Wir bauen keinen Druck auf. So. Oje, oje. Auch da haben wir wieder nur Gegenwind. Haben wir eigentlich auf dem Platz eigentlich fast immer nur Gegenwind? Ich glaube, wir hatten bis jetzt zweimal Rückenwind. Ja, den müssen wir auch wieder flach da reinhauen. Okay, dann hau das Ding da mal rein. Die Kurve nimmt der an, nicht viel. Aber das ist okay. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, er freut sich, weil das Fairway getroffen hat. Ist doch schön.
Die Fahne steckt jetzt auf der rechten Seite und hier haben wir auch jedes Mal uns, glaube ich, völlig verschätzt. Eisen 4 geht überhaupt nicht. Wir haben aber auch echt. Müssen wir völlig anders spielen. Eisen 5. Der müsste eigentlich, das Beste wäre, würde hier echt über rechts reinrollen. Ja, das ist nicht schlecht. Springt da noch drauf? Okay. So, okay, diesmal ist er wenigstens nicht hinten rausgefrollt. Rausgerollt. Birdie putt coming up and we go to Iona Stephen. I'm looking to see the break and I'm really not seeing a lot. If I had to push it, a hair of right to left depended on pace, slightly up the slope. Tja, wie viel wird's sein? Wie viel wird es sein? So? So wild scheint es nicht zu sein, aber er nimmt natürlich das Break an. Vorne bremst er dann ziemlich, gell? Oder? Ja, es geht kontinuierlich nach oben. Kontinuierlich. Ja, vorne ist nicht mehr so wild. Wir machen es trotzdem ein bisschen mehr. Ja, er bricht zu früh. Ja, so einer müsste halt einfach fallen. Aber es gibt halt einfach Tage, da hat man nicht so das richtige Auge für den Putt. Da sieht man die Breaks nicht richtig. Hat einfach ein bisschen das Problem mit dem Berechnen. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll remain right where he is. Ja, gut. Zwei über. Now to the last par 3 of the day. It is the 16th, 211 yards, four greenside bunkers. And you can see those mature trees. This is a good old-fashioned par 3. Ja, den müsste man jetzt definitiv mit Backspin spielen. Weil die kurz gesteckte Fahne und der Bunker davor und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Aber Backspin im 7er. Tja, auf der anderen Seite hatten wir das schon mal, dass wir den dann über links gespielt haben. Gefadet. Und dass er dann da in den Hang und dann wieder runtergekommen ist. Der Wind drückt den stark nach links. Der Wind drückt den stark nach links. Vorne links haben wir natürlich ein bisschen mehr Luft. Da haben wir ein bisschen... Ah, das ist wieder zu kurz. Das ist wieder zu kurz. Oh, da wäre sogar noch fast hochgesprungen. Und dann ist der Grün left, aber er sollte still be able to have a go at this with the wedge. Okay, Pitch aus dem Rough. Es ist relativ eben. Ja, da geht es ein bisschen nach links, da geht es ein bisschen nach rechts. 15, wir machen 10. Aber ein bisschen hier. Weil da wird er nämlich, wenn er aufkommt, ein bisschen nach rechts springen. Okay. Ja, wir machen jetzt doch 11. Ein bisschen höher anspielen. Ja, das wäre halt mal ein Ding gewesen. Auf jeden Fall hatte er die Chance zum Fallen. Ja, leicht bergauf. Über rechts. Am Anfang ist mehr, deswegen wird er eigentlich gar nicht so viel breaken, weil wir da durchspielen. Jetzt hatte ich schon wieder die Sorge, dass er rechts über die Kante rüberrollt.
and he'll stay right where he is. Ja, seit die das da mit der Cup-Physik geändert haben, dass eben die Bälle auch auslippen können. Our penultimate hole is another drivable par 4, 370 yards, 17. Cut the corner of the dogleg and go for the green if you'd like, but four greenside bunkers await. So, wo haben sie die Fahne reingesteckt? Wo steckt sie hinten rechts? Ja, da ist auch ein Plateau, man sieht es. Das ist wieder eine ganz enge Geschichte. Wenn man da wieder hochpatten muss, hat man wieder Spaß. Und der Wind ist natürlich gerade gegensätzlich. Die Frage ist, reicht der Wind? Kommen wir da rein oder müssen wir ihn drohen? Wir müssen ein bisschen was gegen den Wind tun, glaube ich. Auf der anderen Seite, wenn er da rechts reingeht, dann müsste er eigentlich ja auch den Hang runterrollen. Ja, das hebt sich jetzt gerade so ein bisschen auf, ne? Ja. Er bleibt im First Cut liegen. Well, it's in the first cut. We know you can't spin the ball as much from the first cut. Still lying okay. So now from just into that first cut, he'll ready his approach to this par 4. Ja, 60. Bisschen länger. Ja, ja, der Wind. Angeblich tut der Wind da helfen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Er wird eigentlich keinen Spin haben. Aber auf der anderen Seite 94 bis 100. Ja, man unterschätzt es immer. Man unterschätzt es einfach immer. Ja, das war jetzt, da hat ein bisschen was gefehlt. Ja, aber er kommt zumindest mal ins Fringe, was auch immer das eigentlich ist. Ja, da werden wir aber trotzdem... Was ist denn eigentlich, wenn wir den putten? Ah ja, okay. Ach du Schande, da geht's ja ganz schön hoch. Und das Break ist wahnsinnig, da muss man echt... Eigentlich müssen wir da einen Lob spielen. Damit er da gleich da oben hinkommt. Dann auch hoffentlich gleich zum Liegen kommt. Ja, er springt schon wieder nach rechts. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Danke. Aber wenn er nicht drin ist, hat mir das gar nichts gebracht. Und wir haben da wieder ganz schön bergab. Diese Bergab-Putts mit Break, die sind hässlich, weil sie dann normalerweise sofort wegbrechen. Yeah, that's good putt. It is in for par here at 17. And he'll remain right where he is. So, auch hier gilt, wir halten zumindest einigermaßen unseren Score zusammen. Country Club hosts of many historic tournaments, including four U.S. Opens, with the 455-yard par 418. Bunkers protecting the elbow on the dogleg left. Keep it in the fairway and finish with a birdie if you can. Yeah, if you can. So, also wir sind an der 18, können hier nochmal kurz aufs Leaderboard schauen und ich denke, wir dürfen schon mal relativ klar sein, wir werden hier jetzt keinen Albatros, selbst wenn, bringt uns das nicht diese entsprechende Schlagzahl. Matsuyama mit der 66 drin, spielt heute 4 unter, das ist natürlich à la Bonheur am Finaltag und somit auch verdient. Während wir sehen, dass Matt Kuchar, Sam Burns und andere im Plusbereich sind. Hier haben Kelly Craft und Aaron Wise nochmal ein bisschen aufgeholt. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja, und auch andere hier, Alex Noren, Cameron Young, nicht schlecht. Tyrrell Hatton hat einen verloren, Aaron Rye hat einen verloren. Und wir haben auch hier 2 verloren. Ja, da haben wir uns die gute Ausgangslage, die wir hatten, konnten wir nicht nutzen. Aber jetzt wollen wir wenigstens schauen. Obwohl Matt Kuchar 71, Sam Burns sind eigentlich alle drin, weil wir waren ja im letzten Flight. Und jetzt sollten wir wenigstens das Paar spielen, um den zweiten Platz zu sichern.
So, der Wind geht nach links. Das heißt, er müsste uns eigentlich helfen, dass er hier so ein bisschen am Bunker vorbeigeht. Ja. Okay, er springt ein bisschen nach links. Okay, er bleibt doch im Fairway. Ja, er bleibt im Fairway. Das ist gut. 308 Yards. Das ist doch mal ausnahmsweise ein guter Abschlag. So, Iona, this is second from the fairway. 125 is the number. Just a flick. Wind coming from behind, so you'll need to be careful where you land it. Ja, danke. Das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Auf der einen Seite der 8 Fuß höher, aber dann haben wir noch ganz schön Rückenwind. Und das mit dem 50er Wedge. Ich tue mich da wieder ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite kann ja nichts mehr passieren. Wir können weder nach vorne noch nach hinten. Eigentlich müssten wir hier nur vernünftig Mitte und mit zwei Putts einfach versuchen, hier an das Paar zu spielen, um den zweiten zu sichern. Da hinten geht es ja ganz schön hoch. Okay, wir gehen mal davon aus, dass uns der Wind hilft. Und das 50er müsste ja relativ schnell zum Liegen kommen. Also groß nach hinten rauslaufen dürfte der nicht. So, jetzt sollte er aber auch hoffentlich drauf kommen. Zack. Ja. Okay, das war so einigermaßen safe aufs Grün. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Ja, wie gesagt, an der Stelle muss man einfach schauen, dass man seinen zweiten Platz mit dem Paar sichert. So, wir haben ein bisschen bergab, nicht viel. Deswegen gehen wir auf Loch. Das Ganze kommt von rechts. Ja, dann bleiben wir lieber ein bisschen überm Loch. Der kippt dann sowieso nach links. Ach nee, klar. Jetzt machen wir's Birdie. Bottom of the barrel for Birdie here at 18. And that will make this a final round, 71. Well, that about wraps it up for us here today. I'd like to thank my partner, Frank Nabilo. Really enjoyed it, Frank. Yeah, it's been a good day out here. Once again, we've seen the golf course give more than it takes. For Frank Nabilo, I'm Rich Lerner saying so long for now. So, Freunde, das war's also. Das waren die US Open. Wir waren dicht dran am Henkel, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Dennoch konnten wir den zweiten Platz dann doch sichern. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was es dafür gibt, aber mit Sicherheit keine schöne Animation mehr. Okay, nichtsdestoweniger haben wir einfach heute nicht unseren Tag gehabt. Wir sehen's. 3 Bogies, 2 Birdies. Was mich natürlich jetzt am Schluss gefreut hat, natürlich an der 18 nochmal das Birdie. Das ist wesentlich ein versöhnlicher Abschluss für das Ganze. Wir schauen jetzt nochmal aufs Leaderboard, aber auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, da unten steht es immer noch in Klammern das A. Wir waren als Amateur bei den US Open, haben den Cut geschafft, souverän, und haben dreimal unter Par gespielt und heute eben die Plus 1 und sind alleiniger Zweiter geworden und haben jede Menge andere Professionals hinter uns gelassen. Und das sollte uns doch freudig stimmen, würde ich doch sagen. Nichtsdestoweniger Glückwunsch an Hideki Matsuyama für eine hervorragende Runde und zu diesem Titel, zu den US Open. Wir schauen jetzt mal, was wir gewonnen haben, außer natürlich Erfahrung, wie so oft. So, wir exiten und schauen, dass wir dann langsam weiterkommen in unserem Karrieremodus. Wir haben die Runde beendet, 19.180 und kriegen XP. Sehr schön. Okay, und als nächstes geht es jetzt auf die Korn Ferry Tour, auf die Q-School, beziehungsweise auf die Q-School für die Korn Ferry Tour. Bay Hill Club and Lounge in Orlando. Haben wir schon mal gespielt. Interessanter Platz, auf jeden Fall. Und an der Stelle
möchte ich mich recht herzlich wieder mal bei euch bedanken für eure Unterstützung, natürlich für eure Däumchen und Kommentare, auf die ich mich immer so sehr freue. Und vielen, vielen Dank allen, die ein Abo hier gelassen haben und zukünftig bei uns hier mit dabei sein wollen und keine Folge hoffentlich mehr verpassen. EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage recht schönen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis das nächste Mal hier wieder, wenn es bei uns weitergeht. Wie gesagt, mit der Q-School auf Bay Hill. Das wird das nächste Event sein, wo wir wieder dran teilnehmen möchten. Ich bedanke mich und sage Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch allen ein schönes Spiel.